Es lädt. Ich bin bereit. Keine Rückmeldung, Bruder. Ich bitte, gib mir einfach dieses Spiel. Ich brauche es. Oh mein Gott. Ja, Mods, schön. Willkommen bei The Sims 4 Inselleben. Lehne dich zurück und entspanne. Willkommen auf Sulani. Paddel in deinem Kanu durch das glitzernde Wasser, schwimme nach Herzenslust und erkunde die Gegend in einem Wasserfahrzeug. Baue eine spektakuläre Sandburg, nimm ein Sonnenbad und begegne einer Meerjungfrau. Pack mit an oder hilf gelegentlich aus. Werde Naturschützer und beobachte den Einfluss einer Sims auf der Insel. Geh angeln und tauchen oder werde Rettungsschwimmer. Sims können auch Gelegenheitsjobs annehmen oder angeln, um sich ihre nächste Mahlzeit zu sichern. Lerne die lokale Kultur kennen. Tradition ist sehr wichtig auf Sulani. Lasse deine Sims das Inselleben in vollen Zügen genießen, indem sie in einem Grillfest teilnehmen, die lokale Folklore kennenlernen, tropische Köstlichkeiten kosten und mit dem Elementarwesen der In... Ah! Genau. Genieß die Inselatmosphäre. Stecke deine Sims in tropische und von Sonne, Sand und Wellen inspirierte Outfits. Oder rüste sie für Aktivitäten im Wasser wie Schnorche oder Schwimmen aus. Erschaffe eine urige Oase mit Heimobjekten und entspanne dich an einer Tiki-Bar. I'm ready, guys. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es ist jetzt meine erste Reaktion auf Sims 4 Inselleben, auf alles Mögliche, was ich jetzt so halt finde. In der Zeit, in der ich spiele, ich habe keine Ahnung, wie viel ich spielen werde. Aber ich werde so viel spielen, wie es irgendwie geht. Es ist gerade Release Date. Und, ja, ich werde es ja den Tag nachher hochladen. Und ich bin super ready, okay? Wir werden natürlich ein neues Spiel anfangen. Und ich finde es gut. Meine Mods, die ich habe, sind alle geupdatet worden. Deswegen sollte alles gut aussehen. Und ich würde sagen, wir stellen einfach mal direkt eine Meerjungfrau. Ich will den Typen nicht. Der soll weggehen. Tschüss. Ja. Ich möchte ein Mädchen haben, bitte. Okay. Ich würde gerne erstmal ihre... Soll ich erstmal Meerjungfrauengestalt machen? Nee. Sie hat jetzt halt Sisi und so an, weil ich habe das natürlich jetzt schon alles eingestellt gehabt. Wir ziehen sie erstmal nach Jaus. Das war nicht mal, das war ihre ihr Schwimmoutfit, okay. Ich finde ihre Figuren nicht schon ganz süß, aber ich würde ihr gerne ein bisschen mehr Boobies geben. Haare erstmal weg, weil wir gucken uns natürlich die Haare gleich auch noch an. Ich möchte bitte, sie könnte ja so ein bisschen so ein Teint haben. Ich finde ihre Augen ganz schrecklich und ihr Gesicht allgemein. Die Augen sind schön, ich würde ihr aber gerne, oh nein, nicht solche Augen bitte. Ich würde dir gerne braune Augen geben. Die sehen nämlich sehr, sehr schön aus. Aber ich möchte nicht auf Make-up. Ihre Nase finde ich süß, aber ihre Mutten... Ihr Mund sieht ein bisschen schlauchig aus. Das möchte ich nicht. Das sieht süß aus, tatsächlich. Das nehme ich. So, dann geben wir ihr... funktioniert das hier? Yep. Dann würde ich ihr nämlich gerne Lashes geben. So. Schön. Die gefallen mir, glaube ich, schon. Gut, dann gucken wir uns mal die neuen Frisuren an, die es gibt. Inselleben. Ich freue mich so. Okay, ich möchte halt auch nicht die Haarfarbe haben. Ich möchte vielleicht eher in sowas gehen. Wie schön. Girl. Ich liebe diese Frisur. Die ist okay. Ich bin jetzt nicht so Fan von dem hier. Ah. Das ist cool. Oh mein Gott. Es ist so geil. Ich liebe das, dass jetzt die Frisuren sind mit ganz viel Volumen. Ich habe jetzt noch nicht so viel von dem Spiel gesehen bisher. Deswegen, ich bin so hyped, Leute. Die Frisur ist auch super süß. Die gefällt mir auch richtig gut. Süß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sterbe. Die ist einfach echt schön. Die gefällt mir richtig gut. Die ist geil. Kann man nichts gegen sagen. Oh, das gefällt mir auch. Wow, das ist so hot, girl. Und dann halt noch mit hier diesen Farben. Das sieht auch total, total schön aus. Oh mein Gott. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier geben soll. Ich möchte halt auf jeden Fall eine neue Frisur geben. Ich meine, ich könnte auch Sisi geben, weil ich es ja schon installiert habe hier gerade so, ne? Aber, girl, no. Wäre ja schon fast dafür, dass wir ihr halt sowas... Obwohl, ich finde sowas halt auch geil, ne? Würde ihr gern was Buntes geben. Oh mein Gott, das sieht süß aus. Ich will das haben. Okay, ich habe mich entschieden. Was geht? Ich möchte ihr die Frisur da auch geben. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich möchte ihr die Frisur hier auch geben, bitte. Die hier. Und Lashes hat sie schon. Wie geht man wieder in ihre normale Form? Okay. Alles klar. Okay. Hey, wir gucken uns jetzt erstmal die Kleidung an, würde ich sagen. Ich bin so ready. Oh, das ist süß. Das gefällt mir sehr. Oh mein Gott, jetzt habe ich das angeklickt. Ups, das wollte ich nicht, aber das ist auch süß. Oh, es sind so schöne Sachen. Wie schön sind diese Sachen?
Ich weine gerade. Innerlich sehr. Oh mein Gott. Ich werde diese Sachen so häufig benutzen, ne? Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr werdet mich nur noch diese Sachen benutzen sehen. Das ist eine Lüge. Aber ich werde wahrscheinlich schon häufiger Sachen aus diesem Pack benutzen, weil. Alter, ist das schön. Ich werde mich doch gleich gar nicht entscheiden können, was ich ihr zu anziehen gebe. Wow. Oh, das gefällt mir aber. Wow. Einfach nur wow. Das ist halt süß. Oh, ich sterbe, Leute. Ich sterbe hart. Oh, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Wow. Sterbe. Sehr. Gucken wir das hier an. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das würde ich genauso tragen, ne? Wenn ich eine Latzhose hätte, die mir passen würde. Ups. Aber oh mein Gott. Das ist auch so schön. Wow. Ich sterbe. Ich sterbe. Wie schön sind diese Sachen bitte? Wie Mühe haben die sich diesmal gegeben? Also sonst bin ich immer bei Sachen halt nicht so erfreut. Aber hier gibt es bislang gar nichts, wo ich mir denke so, das hätten sie rauslassen können. Wow. Wow. Selbst der sieht gut aus, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Oh, die Hose. Ist das eine Hose? Das sollte eine Hose sein, ne? Ja, aber ist cool. Das gefällt mir. Das ist sehr traditionell, ne? Das gefällt mir sehr. Der ist süß. Oh mein Gott. Das ist jetzt halt nicht so meins, aber das ist halt... Also es geht halt noch. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das werde ich niemals benutzen. Ich werde es bestimmt benutzen, weil... Es ist halt jetzt nicht so bad. Der gefällt mir gut. Es sind halt vor allem Highways-Sachen, ganz viele. Und das ist halt schön. Mal nicht Sachen, die halt wirklich nur irgendwie unterm Arsch gefühlt sitzen. Das, oh mein Gott, das ist so super. Ich bin jetzt schon verliebt in dieses Spiel. Und dabei habe ich gerade noch nicht mal... Also ich bin gerade mal im Cars und ich war noch nicht mal dabei. Ich bin noch nicht mal mit den Frauen fertig, okay? Ich bin noch nicht mal mit den Frauen fertig. Oh, cool. Die gefallen mir. Oh mein Gott. Wir brauchten unbedingt mehr Sandalen. Ne? Das war sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr zufrieden damit, dass die jetzt dabei sind. Und die sind auch okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier gibt es bestimmt auch neue Sachen. Okay, nur das hier. Diese Sachen an den Armen finde ich aber okay. Dann Hüte wahrscheinlich. Okay. Das ist interessant. Und halt das. Okay. Ja, dann neue Zähne. Es gibt neue Zähne! What the fuck? Was ist das? Die werde ich definitiv nicht benutzen. Ich möchte das haben, bitte. Es gibt aber keine neuen Hautdetails. Und hier kann man auch nichts auswählen von denen. Aber hier gibt es bestimmt noch Sachen aus Inselleben. Yes! Okay, die kann ich jetzt nicht sehen. Das ist okay. Aber die ist cool. Ich hätte jetzt diese Haare darüber, aber das ist schon okay. Also ich habe die schon in echt gesehen. In echt gesehen, also ne? You know... In einem Video. Und, oh mein Gott, ist sie schön. Ich würde sagen, ich mache erstmal ihr Outfit so ein bisschen fertig so. Und dann, keine Ahnung, hole ich euch dann gleich dazu und zeige euch, was ich ihr so gegeben habe. Okay, ich habe sie jetzt erstmal eingekleidet fürs Erste. Also für ihre normale Form. Und das ist ihr Alltag-Outfit. Das dachte ich für Abendkleidung. Sport-Outfit. Schlafen. Party. Schwimmen, Heißwetter und Kaltwetter. Gut, irgendwie ist sie keine Meerjungfrau mehr. Und es ist ein bisschen komisch. Deswegen würden wir sagen, stelle ich jetzt einfach einen Typen als Meermann. Ja, dann gucken wir uns halt einfach das Zeug schon mal an von denen. Komisch. Aber ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Also das hier, das sind eigentlich genau dieselben Frisuren leider, ne? Wäre ich, glaube ich, hierfür. Und ich würde gern seinen Bart wegnehmen. Bin nicht so Fan davon. Hier ist auch nichts Neues. Hier wahrscheinlich auch nicht. Oh, hab's neues Make-up gehabt. Habe ich gar nicht geguckt. Habe jetzt einfach gar nichts gegeben. Upsi. Können wir noch nachschauen. Aber komisch. Oh yes. Das hier gibt es. Das sieht cool aus. Aber komisch, dass sie jetzt keine Meerjungfrau mehr ist. Ich muss ja noch einen Namen geben. Celine Hermanns, der Dingsy hat's gemacht. Oh, es gibt neue Dings. Das ist von Strangerville. Naja. Dieser Sim möchte es ruhig angehen und das Strandleben genießen. Okay. Kind der Inseln. Diese haben eine spirituelle Verbindung zu den Sims von Sulani. Ach, zu den Inseln von Sulani. Ups. Ehre die Insel, in denen du die Kultur pflegst, mächtige Elementarwesen darauf beschwörst und die Früchte ihres Segens erntest oder die Konsequenzen ihrer Ungnade trägst. Und Kind des Meeres. Antworte dem Ruf des Meeres. Sims mit diesem Merkmal bevorzugen mit Wasser im Zusammenhang stehende Aktivitäten und haben eine enge Verbindung zu den Bewohnern des Meeres. Das will ich bei ihr sehen. Okay. Dann machen wir ihn als Kind Inseln da. Dann ist sie total gesellig und sie
ist ein sehr fröhlicher Mensch. Okay, er wird ein Meermann. Heißt auch Hermanns. Hermanns mit Nachnamen. Die sollen bitte verheiratet sein. Die kriegen auch noch Kinder. Kein Problem. Er kriegt am besten auch das Bestreben. Und er kriegt auf jeden Fall Kind der Inseln. Geil. Dann ist er ehrgeizig. Und er ist gut. Okay, wir gucken uns jetzt weiter bei den Männern um. Mit der Kleidung. Wow. Dann das hier. Warte, ich ziehe ihm das mal kurz aus. Ich komme mir nicht klar, okay. Das ist cool. Das sieht auch tatsächlich ganz nice aus. Bin Fan. Die sieht mal richtig geil aus. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch alles sehr gut. Bin Fan. Wow. Ich möchte nur noch mit diesem Pack leben, Alter. Hardcore. Wow. Ich finde das so geil, ne? Mit dem Zerrissenen irgendwie. Und das ist dann halt, damit die Mähmänner was haben obenrum, wenn sie das wollen. Cool. Dann gibt es nur den Neoprenanzug leider für die Männer als Gesamtoutfit. Das ist ein bisschen sad. Gibt es keine Hosen? Entschuldigung? Doch, wollte schon sagen. Ey, das wäre ein bisschen mager, ne? Aber, was ist das denn? Aber das, also das ist das Erste, wo ich dachte, nee, nicht so meins. Aber das ist schon okay. Also es gibt immer Teile, die man nicht so mag, ne? Das ist halt normal. Aber ja, ist halt alles sehr traditionell auch wieder, ne? Und das gefällt mir. Vor allem die finde ich cool. Gefällt mir gut. Wow. Dann gucken wir hier nochmal. Hier, die haben das auch dasselbe nochmal. Wie die Girlies haben die nur die Schuhe anscheinend. Das ist ein bisschen sad. Gut, dann werde ich ihn auch nochmal einkleiden. Und dann gucken wir uns gleich die Meerjungfrau an. Also das mit Meerjungfrauen. Ah, ihr wisst schon. Okay, das. Okay, wir können jetzt, glaube ich, wechseln. Können wir das Symphon, Meerjungfrauenform verbinden. Keine Ahnung, ob das gut ist. Deswegen lasse ich es lieber. Oh, vor allem spielt er andere Musik. Wie cool. Ich möchte bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schön. Außerdem ist es da mal keine Frau, die halt jetzt der Typ, also dass das Meerjungfrau-Mann-Dings ist. Weißt du, alle nehmen immer nur eine Frau. Wir wollen hier Gleichberechtigung. Aber es gibt Regenbogen, Tanja. Und die gibt es in jeden Farben und Formen. Und oh mein Gott. Oh, wie schön. Oh mein Gott, Leute. Ich sterbe. Alter, sieht das geil aus. Aber ich bin halt echt Fan von dem hier. Finde ich geil. Und ich würde ihm gern das hier geben. Weil, ich meine, wenn schon. Aber ich würde ihm, glaube ich, gern die Trillerpfeife wegnehmen. Wow. Wow. Wie geil. Er heißt mit Vornamen übrigens Luke. So, okay. Wir gucken uns jetzt noch die Kinder an. Also die beiden werden halt dann auch Kinder haben. Wir gucken uns die Kinder an. Also ich denke, die Mädchen werden halt auch die Sachen von den Jungs haben. Deswegen muss man sich da nicht so viel angucken. Ja, warte, kann ich mal kurz deine Augenbrauen ändern, Alter? Was ist denn mit dir? Und ich würde gerne auch so Haare haben, wie deine Eltern haben. Würde zumindest mehr Sinn ergeben. Okay, Schnorcheln und die haben auch diese süßen Ketten. Ich möchte ihr diese Kette geben, bitte. Egal, was kommt, ich möchte ihr diese Kette geben. Gib ihr mal kurz Lashes und ich würde ihr gerne ihre Hautfarbe ein bisschen ändern. So, dann gucken wir mal. Oh, das ist süß. Das gefällt mir. Das ist auch ganz nett. Oh, das ist geil. Das ist geil. Yes. Dann ein Anzug. Dann hier ein süßes Kleidchen. Noch ein süßes Kleidchen. Ein Badeanzug. Das ist auch schön. Wenn wir das in den Farben nehmen dann. Okay, wir gucken erstmal die Hosen an. Yes. Yes, yes. Ich möchte nicht mehr alles. Ich möchte nicht so viel Zeit hier drin verbraten. Leute, wir sind schon viel zu lange wieder hier drin. Ah, wo ist das Kleid? Ich wollte das hier haben. Schuhe, kriegt sie die. So, ich ziehe sie kurz komplett an. Okay, Outfit. Und dann machen wir noch einen Toddler. Ich muss dem Kind noch einen Namen geben. Hi. Habt ihr Haare? Nein. Okay, das ist ein bisschen sad. Habt ihr Kleidung? Ja, immerhin. Leider kriegen die ja nicht so viel immer. Oh, ist der süß. Oh, ist der süß. Okay. I'm in. Oh mein Gott, wie süß. Nur haben sie keine bekommen. Okay. Ich mache sie kurz ein bisschen fertig. Okay, das ist jetzt die süße kleine Maus. So. Und ich gebe den jetzt noch Namen und dann gehen wir gleich ins Spiel. Okay, wir gehen ins Spiel. Oh, wir nehmen natürlich Sommer, wenn wir jetzt schon so dabei sind. Und wir gehen nach Sulani. Können uns hier unten ein Haus leisten. Frag mich halt, ob das ausreicht für uns.
2 will er sein bisschen. Ich glaube, hier wäre schon ganz schön. Ich würde jetzt erstmal das hier nehmen. Wir können ja dann immer noch gucken, dass wir halt dann Häuser und so weiter. Ich meine, ich möchte jetzt auch erstmal nur die Sachen halt kennenlernen und nicht vernünftig spielen, so. You know? Deswegen ist das, denke ich, eh egal, weil ich habe auch UI-Cheats und so. Und deswegen... So, bevor wir ins Gameplay starten, möchte ich mir noch einmal kurz die Sachen angucken aus dem. Da werde ich aber jetzt nicht alles euch zeigen, weil sorry, das wird zu viel sonst. Und dann zeige ich euch einfach das, was ich besonders cool finde. Okay, das ist geil. Das finde ich geil. Alter, wir brauchen sowas. Die sieht schön aus. Die gefällt mir richtig gut. Gefällt mir, wow. Sieht schön aus. Dieses Bett ist so schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Können wir über die neue Musik reden, Alter? Die ist so chillig. So beruhigend, das ist schön. Oh, neue Badezimmerobjekte. Als ob. Als hätten wir nicht schon genug, Leute. Ganz im Ernst, gibt uns doch mehr Küchencounter oder so. Und nicht 20 Milliarden Badewannen. Und Klos. Also, seriously, es nervt. Ich glaube, wir sollten uns ein Boot kaufen. Aber vielleicht nicht das. Wir gucken uns das noch an. Wir überlegen. Das habe ich mir jetzt auch schon mal geholt. Ich möchte das bitte besitzen. Yeah, in weiß. Ist das ein Hochzeitsbogen? Oh mein Gott, ist der schön. Oh, Strandhandtücher. Dann möchten wir uns doch auch sonnen. Oder nicht? Die haben auch coole Muster. Oh, es gibt eine neue Schaukel, wie süß. Oh, es gibt einen neuen... Cool, einen neuen Ventilator. Okay, wir können auf jeden Fall sagen, die Sachen allgemein sind sehr schön. Aber jetzt nicht so, jetzt so krass der Burner jetzt so dabei ist. Deswegen, ja. Also es ist schon fein so. Und es scheint auch nur das Schiff hier zu geben, Fragezeichen. Deswegen würde ich das jetzt einfach erstmal kaufen. Wir werden dann damit mal rumfahren. Okay, was machen wir denn zuerst? Ich denke, Mui wird sich... Ich möchte, dass du dich hier... sonst. Und das Kind kann Strandkot sammeln. Am Strand nach Muscheln suchen. Am Strand nach Müll suchen. Wie cool. Kann sie mit ihrer Schwester eine Sandburg bauen, bitte? Und er, meinetwegen, sammelt du mal Müll. Wow. Ich liebe die Sachen. Okay. Oh. Er hat ein Merkmal bekommen. Freundschaft mit einem Krebs geschlossen. Er flitzte davon, nachdem er mir die Schere gereicht hatte. Okay. Was hat er vor? Auf Auslegerkanu herumsegeln. Boi. Ja. Sieht sehr entspannend aus. Er ist eine Meerjungfrau, Mann, Typ. Ein Meermann. Oder so. Oh. Hi. Kannst du... Man kann das benennen. Okay. Es ist so schön. Oh, da steht sogar so ein Kanu rum. Oh, das... Geil. Das gefällt mir. Okay, sie kann sich nicht sonnen. Kann man anscheinend erst ab Teenager- oder Erwachsenenalter machen. Interessant. Oh, man kann sich jetzt auf dem Rücken treiben lassen. I want to see it, please. Weil die Aktion gab es vorher nicht. Ziemlich sicher. Sie hat das Moodlet bekommen. Außergewöhnliche Sandskulptur. Ein gutes, aber temporäres Gefühl, das durch ein temporäres Kunstwerk ausgelöst wurde. Cool. Ja, das sieht sehr entspannend aus. Cool. Und man hat jetzt ja auch neue Interaktionen mit den Kidas. Hierhin. Ach, Watten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, bitte. Oh. Okay, kannst du bitte, kannst du im Ozean spielen? Plätsch. Oh, ist das süß. Oh, sie hat ein Moodlet bekommen. Angebrannt. Wenn Celine noch länger in der Sonne bleibt, holt sie sich einen üblen Sonnenbrand. I'm in. Das finde ich okay. Sie darf einen Sonnenbrand kriegen. Ich möchte es sehen. Danke. Tschüss. Der hat Spaß mit seinem Schiff. Schön. Oh, hier vorne ist sogar ein süßer kleiner, so ein... Ist das ein Spielplatz oder ist das? Ist das Gemeinschaft? Ja, ist halt ein Gemeinschaftsgrundstück sogar. Cool. Inselbegrüßungskomitee. Hier sind Leute auf jeden Fall. Cool. Möchtest du die mal begrüßen? Kuss der Meerjungfrau? Was? Nachbarn hereinbitten, bitte. Was ist das denn? Kava. Interessant. Ich glaube, das kann man mit der neuen Feuerstelle kochen oder so, ne? Verbrannt. Oh, Sonnenbrand. Aua, Celine ist so lange in der Sonne geblieben und sieht... aus wie ein Hummer. Nicht anfassen. Bitte geh einmal rein. Ich möchte, dass sie sich dann einmal umzieht und wir dann sehen, dass sie halt dort und dort dann ihren Sonnenbrand hat. OMG. Outfits ändern. Und dann, wo sollte man denn gut sehen, einen Unterschied? Hier, wo sie bauchfrei hat. Ja doch, sehen tut man's schon, gell? Du hast dich verbrannt. Kann man mit denen jetzt noch irgendwas Spezielles machen? Sieht es nicht so aus. Was ist das? Das ist ein Getränk. Okay, rufe, um Getränk zu nehmen. Habt ihr jetzt 2? Oh, ist das... Das ist ein Girl, ne? Das ist, glaube ich, der erste transsexuelle Sim in
Sims. Überhaupt. Von EA selber. Das finde ich cool. Nice, das ist sogar unser Nachbar. Die, meine ich. Die. Sorry. Okay, was kann er jetzt so machen? Elementarwesen. Der Insel rauf verschwindet. Dieses nicht während dem aktiven. Meerjungfrau. Klaren Himmel rauf. Hallo, ich möchte mir das angucken. Klaren Himmel raufbeschwören. Die Wetterlage herrscht bereits. Oh, Regensturm heraufbeschwören. Interessant. Bei ihm ist hier auch Hydration. Okay. Anstatt welchem? Hygiene. Okay. Würde gern. Ey. Oh, man kann einen Delfin umher. Ich möchte einen Delfin. Gib mir einen Delfin, bitte. Ich möchte sehen, wie er einen Regensturm heraufbeschwört. Wow. Wird das jetzt ein Monsun? Oder ist das nur normaler Regen? Starker Regen zumindest schon mal. Ruhig, eine Weile der Ruhe ist über dich hinweggeschwappt, weil Kawa getrunken hat. Okay. Ich glaube, ich möchte ihn mal damit losschicken. Okay, ich muss es erst ins Wasser stellen. Okay, I'm ready. Kannst du damit fahren, bitte? Ich möchte sehen, wie cool diese Sache aussieht. Dann sehen wir auch, wie er sich in eine Meerjungfrau verwandelt. In eine Meermann. Meerjungfrau-Mann. Ah! Und? Hui! Geil! Ich finde seine Schwanzflosse so geil, ne? Oh, hallo, kannst du fahren? Wie wär's? Süßer. Was tut er? Warum geht das nicht? Ich möchte, dass er das fährt. Okay, jetzt bitte. Yeah! Okay. Das ist schon geil. Kann mir keiner sagen. Yeah! Das ist geil. Wir rufen nachher noch einen Delfin auf jeden Fall. Was heißt nachher? Wie wär's mit jetzt? Himmelblauen Delfin rufen. Oh! Hallo. Oh! Ich will dich füttern. Oh, wie süß. Oh. Ich kann ihn streicheln. Lass mich ihn. Oh, wie gut. Lass mich füttern. Oh, wie gut. Oh. Um Trick bitten. Oh, cool. Bauchstreicheln. Oh, mein Gott. Kannst du tanzen? Wo ist er hin? Hallo? Oh, er ist weg. Oh, schade. Gerade, wo er tanzen wollte. Oh Gott, warum ist sie nackt? Haben wir gerade das Merkmal hier? Nö. Help? Du hast kein Hunger, Kind. Wird übrigens, die Weltenkarte sieht unfassbar schön aus, ne? Wow. Also es gibt ja auch dann halt diese verschiedenen Bereiche. Zum Beispiel hier, das habe ich jetzt halt schon mitbekommen, dass es halt abseits des Netzes gibt, dass man da halt wirklich dann nicht die Handys benutzen kann und so. Das ist halt schon richtig geil. Man kann wohl, was ich mitbekommen habe, man kann wohl mit dem Vulkan oder nichts machen. Das ist halt ein bisschen sehr, sehr sad. Aber, ja. Ich guck mal, ob man vielleicht irgendwo anders noch andere Dinge machen kann. Die Sandbar ist auch noch interessant eventuell. Ich gucke aber hier hinten nochmal was nach. Aber ich gehe alleine als er. Okay, man kann halt hier hochgehen. Aber das war es dann leider auch schon. Und es sieht halt cool aus. Also hatten die Leute recht. Also das sieht jetzt schon geil aus. Das kann man jetzt nicht sagen so. Aber es sieht cool aus so. Hat ja auch keiner gesagt, dass dem nicht so wäre. Aber dann würde ich nochmal in die Sandbar gehen und gucken, was da abgeht. Und sonst würde ich nochmal in den Bereich da oben links gehen. Oh, Möwen! Gibt es hier irgendwas Spezielles? Gibt es neue Sachen zu bestellen vielleicht? Getränk kann ich leider nicht essen. Hummus vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Hups. Aber hier gibt es jetzt auch nichts krass Interessantes. Also ich meine, das Geile ist halt dieses, dass man halt wirklich hier überall hinlaufen kann, ne? So richtig weit entfernt. So im Vergleich zu manch anderen Orten in Sims 4. Ist halt schon geil. Was hier denn? Was ist das? Kann man da rein? Nö. Komisch. Gut, dann gucke ich mir die andere Insel nochmal an. Also hier sieht es auch schön aus. Also haben die richtig gut gemacht. Also ich bin sehr zufrieden mit der Welt auf jeden Fall. Also hier auch die Strände. Die sind vielleicht klein und so. Also insgesamt nicht, aber dieses, was halt als Strand markiert ist, dieses Grundstücksmerkmal-Dings, das sieht cool aus und das sieht auch geil aus. Wow. Kann er... Wir können ja nochmal nachgucken, was denn jetzt für die Karrieren ist und was da halt steht. Das interessiert mich natürlich auch. Umweltschützer ist ja neu. Du hast dir alle Naturdokumentation angesehen und weißt, dass der Planet in Gefahr ist. Von der Aufklärung der Öffentlichkeit bis hin zur Durchführung von Forschungsexpeditionen möchtest du wirklich etwas bewirken. Veränderungen werden nicht über Nacht passieren, aber bleib dran und deine harte Arbeit kann blühende Ökosysteme hervorbringen. Berufszweck Umweltbeauftragter und Meeresbiologe. Das ist cool. Also es gefällt mir halt auch richtig gut. Dann kann man jetzt ja diese ganzen
Teilzeitjobs machen. Man kann sogar dann auswählen, welche Schichten man nimmt. Deswegen kann man, glaube ich, auch jetzt zwei Jobs haben oder so. Rettungsschwimmer ist auf jeden Fall neu. Sonnencreme, Driller, Pfeife und ab und zu ein Hai gehören zum alltäglichen Leben eines Rettungsschwimmers dazu. Du liebst es zu schwimmen, für die Sicherheit anderer zu sorgen und wilde Kinder anzuschreien, die sich gegenseitig ertränken möchten. Dann ist dies die richtige Teilzeitkarriere für dich. Und Taucher. Schnapp dir deinen Schnorchel und ran an die Arbeit. Als Taucher erkundest du die Tiefen des Ozeans. Ich frage mich, wo ist denn das mit den Gelegenheitsjobs? Ach, hier. Gelegenheitsjobs finden. Genau, natürlich am Handy. Wo sonst? Ich bin so ein Opfer einfach, ne? Bitte such nach Gelegenheitsjobs. Ich möchte mir das einmal angucken. Okay, das ist cool. Du möchtest ein paar Simoleons nebenbei verdienen. Du möchtest dir deine Zeit selbst einteilen. Gelegenheitsjobs bieten dir die Möglichkeit, deinen eigenen Zeitplan zu wählen und einheimische Sims kennenzulernen. Registriere dich noch heute für einen Gelegenheitsjob. Cool, und dann kann man halt verschiedene Sachen machen. Geil. Dann steht hier auch, was man dafür braucht. Das ist geil. Ey, das ist so cool. Ich bin sehr glücklich. Er kann noch mal bitte nach Müll suchen. Das fände ich sehr schön. Mal sehen, vielleicht findet er ja diesmal was. Weil es gab ja mal einen Screen oder so, wo... Eine Pizza Salami. Geil. Weil es gab ja mal einen Screen oder so, wo man halt wirklich den Müll gesehen hat und so weiter. Das scheint ja in-game jetzt nicht wirklich so zu sein. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir gewünscht. Aber man kann natürlich nicht alles haben, ne? Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen großen Teil, was das hier alles ausmacht, gesehen. Also ich zumindest. Ich denke, es ist noch lange nicht alles, was es hier zu spielen gibt und zu erkunden gibt. Das werden wir aber sehen. Wir werden natürlich auch irgendwann vielleicht mit der 100-Baby-Challenge hier hinziehen und vielleicht noch ein paar Sachen kennenlernen. Aber ja, fürs Erste soll es das gewesen sein. Ich spiele jetzt nämlich schon eine ganze Weile und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Bis dahin und tschüss!